Guten Morgen, die Damen und Herren. Ich habe aufgezeichnet geschlafen, die Melli nicht so. Ja, wir sind jetzt wieder auf Achse und zwar wollen wir heute wieder nach Bad Harzburg fahren. Plan sieht folgendermaßen aus. Wir wollen Schlittschuh fahren, beziehungsweise ich. Wir wollen oben auf den Berg mit der Seilbahn und wir wollen diese Zipline benutzen. Und jetzt gehen wir hier erst noch mal ein bisschen ins Besucherzentrum. Hat auch die Nacht richtig schön geschneit, also ja, Winterfeeling. Genau, auf dem Baumwipfelfahrt wollen wir auch noch. Wir müssen gucken. Ich weiß nicht, ob die alle offen haben bei dem Wetter. Ich weiß auch nicht, wie es unten in Bad Harzburg aussieht. Einfach mal überraschen lassen. Ihr könnt auch sehen, Mellis Auto ist ganz gut eingeschneit. Also die Nacht über hat es ja bestimmt ein paar Zentimeter Neuschnee gegeben. So, ich habe auch hier mein Winteroutfit und das soll bis nachmittags oder abends angeblich die ganze Zeit durchschneiden. Da bin ich mal gespannt. So, jetzt könnt ihr hier auch noch mal alles bei Tageslicht erblicken. Ja, wie gesagt, hier bauen sie das Restaurant hin. Straßen sind auch voll gut mit Schnee. Aber ich mache mir da keine Sorgen, weil hier im Harz sind die sowas eigentlich gewohnt. Und nicht wie bei uns im Osnabrücker Land, wo die am Rad drehen. Wenn jo, fährt kein Bus mehr und nix dann. Ja, wenn mal ein Zentimeter Neuschnee liegt. Ja. Hier im Harz kennen die das. Mikroskop gucken und sich zum Beispiel hier Fell vom Wolf angucken oder auch Skelette. Ist das echt? Ja, oder das die sieht Zähne. Sieht echt aus, genau. Hier hast du noch diese Bohrer. Oh. Und noch eine Nisse. Was ist das? Steht nichts drauf, sieht aus wie Baumrinde. Flechte. So, und hier gibt es auch noch mal ein Kino, wo man sich was über den Nationalpark hier angucken kann. Und im Großen und Ganzen ist es das auch schon gewesen. So, wir machen hier jetzt erstmal das Auto frei und dann geht's ab nach Bad Harzburg. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben ein bisschen weiter außerhalb geparkt, weil man hier keine Parkgebühren bezahlen muss. Weil das Problem ist, man muss hier überall Parkgebühren im Voraus bezahlen und wir wissen ja nicht, wie lange wir hier bleiben. Bleiben wir erst eine Stunde, bleiben wir hier drei Stunden. Das ist alles ein bisschen suboptimal. Und hier beim Parken habe ich nämlich noch was Interessantes gefunden. Erstmal haben wir hier auf der Seite richtig schöne Plattenbausiedlung, wie man es aus der DDR kennt. War das nicht von Apartment Hotel oder sowas, ne? Ja, wobei Bad Harzburg gehört, meine ich, noch zu Niedersachsen. Hat nichts mit der DDR zu tun. Und zwar hier auf dem Gelände sieht man nichts mehr. Aber das ist das, was ich gestern sagte. Das ist das Gelände vom alten Harzburger Hof. Ich habe da nämlich auch noch gerade ein Schild gesehen. Ja, schade, ein paar Jahre früher hier hingekommen und ich hätte einen schönen Lost Place gehabt. So, Melli und Ranger in Gefahr. Ja, sind wir jetzt mal ein bisschen auf das Grundstück gegangen. Und hier sind zumindest noch einige Überreste zu sehen. Ist jetzt aber auch nicht so ganz spektakulär. Ja, hier ist mal der Heizungsofen gewesen. Ach, der Heizungsofen. Die ganze Verteilung für die Heizung, aber ist das auch nichts Spektakuläres. Hier brauchen wir nicht weiter gucken. Wenn ich das richtig sehe, das hier müssen noch die Überreste vom Harzburger Hof sein. Oder irgendwie Nebengebäude, aber ist alles wie eingestürzt. Ne? Man sieht das mit den Schnee. Alles eingestürzt. Ich habe jetzt auch meine Drohne nicht dabei. Und da hinten steht auch noch mal ein Haus. Ah, da gehe ich jetzt auch nicht hin, weil das hier Tag. Das geht bis nach hinten. Weil das hier Tag hell ist und nicht jeder sehen kann. Und ich glaube, das Ding ist auch leer. Was uns hier sofort ins Auge sticht, sind die ganzen Kliniken. Da ist die Barbarossa-Klinik. Altenheim ist hier. Ich weiß gar nicht, welche Klinik das hier jetzt ist. Aber hier im Harz gibt es halt auch viele Reha-Kliniken. Gerade auch aus DDR-Zeiten gab es hier früher auch viele Lungenheilstätten und sowas, die leider größtenteils alle leer stehen. Wobei das für mich ja schon wieder schön wäre. Zum Beispiel in Goslar. Da ist auch noch eine Haltstätte, da wollten wir eigentlich auch letztes Jahr mal Stimmt, hin. Stimmt, im Wald da, ja. Aber da war eine Hundestaffel. Staffel, ja. Ja, aber ich weiß mittlerweile auch, dass man da ruhig drauf kann, wenn man freundlich fragt, aber da gibt es auch nicht mehr viel zu sehen. So, da hinten läuft der Nikolaus.
Der soll gleich zum Baumwipfelfahrt kommen. Ich hoffe, man sieht ihn. Genau, der soll heute überall hinkommen, so, ne? Ist halt Nikolaus heute. Ja, genau. Heute, heute ist der 6. Dezember Nikolaus. Ho, ho, ho. So, hier haben wir jetzt noch die Sohletherme und da sind jetzt noch ein paar Infos. Genau, der Eintritt hier in die Sohletherme, der kostet ungefähr 10 Euro. Hier hat man auch noch den Vorteil, dass sie hier wohl eine eigene Wärmequelle haben. Das heißt, man muss ja nicht frieren. Ja, und die haben Kalzium- und Natriumhaltiges Wasser aus einer 800 Meter tiefen Bohrung kommt. Und das soll sehr gut sein für den Bewegungsapparat. Sprich, wenn man was mit den Muskeln oder mit der Knochen hat, soll einem das auf jeden Fall gut tun. So, und die Therme hat sogar was Einzigartiges, eine Schneesauna. Und das Wasser ist 31 Grad warm. Also ist jetzt echt angenehm dann. Ich habe den Nikolaus gefunden. Heute ist Nikolaus. Alles Gute zu Nikolaus. Ach, scheiße. Baumschwebebahn hat heute geschlossen. Jetzt sind wir gerade am Überlegen, was wir machen. Ja, wir haben uns jetzt hier für den Baumwipfelfahrt entschieden. Kostet 8,50 Euro pro Person. Und wird bestimmt wieder lustig, weil ich wieder Höhenangst habe. So, hier gibt es auch noch einen Märchenwald, der ist 2 Minuten von hier entfernt, aber ich weiß gar nicht, ob der auf hat. So, wir sind jetzt am Eingang angekommen. So, wir machen uns dann jetzt auf den Weg. Der ganze Baumwipfelpfad ist ungefähr 1 Kilometer lang und hat eine Höhe von ungefähr 20 Meter. Aha. Sternenhimmel, Sternenhimmel. Geil, das war geil. So, wir sind jetzt oben angekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, hier geht es schon wieder anders, weil das hier oben schon wieder für mich viel zu hoch ist, aber ja, muss ich halt durch. So, da hinten ist auch nochmal eine Glasplatte, wo man sich draufstellen kann. Das werde ich lebendig nicht tun. Ich hasse diese Gitterrosten. Ich gucke jetzt auch nicht nach unten. Wer hat sich sowas ausgedacht? Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Warum gehe ich hier auch hoch, wenn ich Höhenangst habe? So eine Scheiße. Ich meine, okay, die Aussicht hier ist einmalig, das muss man schon sagen. Aber hier könnt ihr auch sehen, wie viel Totholz hier liegt. Und da oben ist die Seilbahn. Und da ist die Glasplatte, wo man sich draufstellen kann und nach unten gucken kann. Seht es mir nach, ich mache das nicht. Und Melly traut sich auch nicht drauf zu gehen, der ist es auch zu gruselig. Weil die traut sich auch nicht hoch. Nee, weil die Glasplatte ist wie so ein Absprung. Und im Sauerland ist zum Beispiel ein Turm, da hast du im Boden die Glasplatte drin, das geht, aber hier ist das so nach außen vor, wie so ein Absprung, das ist gruselig. So, und hier haben sie nachgestellt, Tiere im Wald, die haben da hinten Reh hingestellt. Wenn man da durchguckt, sollte man das Reh sehen, aber die Kamera kriegt es leider nicht hin aufgrund des Autofokus. Ich kriege ja wirklich einen Nervenzusammenbruch, weil das ist ja wieder alles am Wackeln. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Gibt's nicht. Hier oben fährt einer lang mit so einem komischen Teil. Ich will mal wissen, wie der hier hochgekommen ist mit dem Ding. Und das ist schon wieder alles am Wackeln. Ich kriege einen Nervenzusammenbruch hier. So, und wer richtig Eier in der Hose hat, der kann hier auch über Napis und Nairas Abenteuerbrücke laufen. Und nein. Ja, jetzt lauf du da auch noch vorher. Entschuldigung. Da laufe ich einen Lebtag nicht lang. So viel Geld kannst du mir gar nicht geben. Auf das Abenteuer verzichte ich. So, und hier macht das Ganze jetzt einmal einen Abzweig. Und da ist die Wipfelbar. Das interessiert mich jetzt doch mal, was die Wipfelbar sein soll. Ja, und hier kann man sich wohl eigentlich was zu trinken holen, hat aber natürlich zu. Kurbel, Kurbel, Kurbelwurst! Kurbelwurst!
Halt uns ein Ständchen. Oh du lieber Nikolaus, komm in mein Haus. Wunderschön. So, und wir haben es überlebt. Wir sind am Ende angekommen. Ja, an sich für 8,50 Euro die Nerven kaputt machen. Wenn man Höhenangst hat, kann man machen. Brauche ich nicht nochmal. Nein, war cool hier, aber wie gesagt, für einen mit Höhenangst ist das nicht unbedingt was. Ja, wir haben es geschafft. Diesen Baumwipfelpfad fand ich aber sehr gut, weil hier sind echt viele Attraktionen, auch für Kinder und zum Lernen. Und ja, es hat nicht jeder Baumwipfelpfad, fand ich gut. So, und hier ist von der Seilschwebebahn die Landestation. Also sprich, man kommt hier aus. Ja, mal gucken, ob wir das vielleicht die Tage noch schaffen. Wenn man auch mal ein bisschen ausgefallenen Urlaub machen will, da hinten sind auch noch solche Baumhäuser. Da kann man auch Urlaub machen. Ich habe aber keine Ahnung, was das kostet. Wird wahrscheinlich nicht ganz günstig sein. Und hier ist jetzt die Eisbahn. Eigentlich meinte Melli, weil heute Nikolaus ist, haben die auf, weil hier steht der Montag und Dienstag Ruhetag. Wir haben heute Dienstag. Ja, scheiße. Die Eisbahn hat auch zu. Also irgendwie ist heute das Glück nicht auf unserer Seite. Seilbahn dicht, Eisbahn nicht, alles kacke. So, nochmal ein kurzer Nachtrag. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da steht, dass heute da nur eine Nikolaus-Veranstaltung ist und die ist von 14 bis 17 Uhr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man da Schlittschuh fahren kann. Ich vermute eher nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Innenstadt und gehen beim Schlachter was essen. Und dann müssen wir uns nochmal überlegen, was wir machen. Irgendwie ist es heute alle nicht so ganz glücklich. Melli und ich sind ja gerade eben langgelaufen und haben uns gewundert, was das ist. Ja, und das hier ist ein Bücherbaum. Da kann man sich die Bücher holen und ist alles ja, vor Nässe geschützt. Normalerweise kenne ich das nur, dass sie dafür alte Telefonzellen benutzen. So, wir haben jetzt fürstlich gespeist bei Leiste, diesem Fleischerimbiss. Melli, was hattest du? Ich hatte ein krosses Hähnchenschnitzel mit Bratkartoffeln, richtig lecker. Und 8 Euro mit Cola, also. Und ich hatte 2 Koteletts gegessen mit einer Cola, habe 8 Euro bezahlt. Super lecker, nur zu empfehlen und wesentlich besser als das Restaurant gestern. Ja, wir sind auch am Überlegen, was wir jetzt noch machen. Ja, irgendwie ist ja das Glück heute nicht auf unserer Seite. Wir gehen jetzt erstmal im Supermarkt. Die Stadt brauche ich auch nicht zeigen, habe ich gestern schon gefilmt. Ist halt wieder das Gleiche, nur bei Tag. Müssen wir mal gucken. So, Freunde, Melli hat aus der Entfernung hier dieses Haus gesehen und das Ding sieht aus wie ein Lost Place. Und jetzt zeige ich euch mal, warum das Ganze kein Lost Place ist, wie ich das festgestellt habe. Und zwar einmal ein Blick hier durch den Briefkastenschlitz und ihr seht hier, da ist ein Eimer Farbe und da sind Bodenbelege. Das heißt, das Haus wird renoviert. Deswegen, nicht jedes Haus, was lost aussieht, ist auch ein Lost Place. Sieht aus wie eine Tankstelle. Schade, und ich hatte mich schon gefreut auf ein kleines Abenteuer. Und hier haben wir den nächsten Lost Place. Nein, das ist auch kein wirklicher Lost Place. Das ist hier vom Regio Hotel, ja, der Parksaal bzw. Kursaal. Könnt ihr hier sehen. Das sieht aber aus wie eine alte Tankstelle, also das ist doch nicht irgendwie ein schönes Hotel. Hübsch ist das nicht, aber es auch leider kein Lost Place, also komm nicht auf die Idee, hier reinzugehen. So, die Damen und Herren, wir haben uns jetzt entschieden, wir fahren auch nach Altenau. Da ist der Windbeutelkönig. Die hat allerdings nur noch bis 17 Uhr offen. Wir haben es jetzt gleich schon 16 Uhr, aber wir brauchen nur 10 Minuten dahin. Da wollen wir mal eben einen Abstecher hin machen, mal gucken, ob die Windbeutel so geil sind und der Windbeutelkönig wirklich seinen Namen verdient hat. Ja, und es ist richtig nebelig. Auf der Kamera sieht das nicht so schlimm aus. Ja, ist krass. Aber richtig teilweise gerade die Straßen voller Schnee und dann noch Nebel und dann hier in den Serpentinen und Kurven auf dem Berg. Ja, man hat ja vielleicht eine Sicht von 100 Meter. So, meine Damen und Herren, das ist der Windbeutelkönig. Sieht ja von außen schon mal richtig gut aus. Ja, hier ist nämlich auch die Uckertalsperre. Ich habe ja auch noch ein Video gemacht mit der Drohne von der Uckertalsperre letztes Jahr im Sommer. Ja, und es ist ja alles leer. Schade, dass ich jetzt die Drohne nicht bei habe. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Windbeutel hier schmecken. So, hier waren schon alle möglichen Promis. Axel Schulz, das ist doch hier der Sänger von Scorpions. Genau, von Scorpions, der Sänger, richtig. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu laut sind. Hier ist richtig was los. Ja, hier ist die Karte, also hier gibt es ordentlich was. Vielleicht kann man das im Hintergrund sehen, hier ist alles voll mit Leuten. Jo, da sind sogar Reisebusse, wie gesagt, und Promis waren hier, Wahnsinn. Also müssen ja richtig gut sein, die Windbeutel. So, wir haben uns jetzt entschieden, ich nehme den Schwan vom Okertal. Das sind Riesenwindbeutel mit Vanillegeschmack und Sahne. Und Melli, was nimmst du? Ich nehme den Coconut-Windbeutel mit Kokoseis und Schokosoße und noch ein Früchtetee, mal gucken. Genau, ich bekomme dazu noch eine Tasse Kaffee. Und ich muss echt sagen, die Bedienung hier ist mega nett. Die sind super locker drauf. Ey, und das ist Wahnsinn, weil nicht was hier los ist. So, das ist der Schwan vom Okertal. Also, sieht ja schon mal richtig gut aus. Von Melli, das Essen sieht auch richtig gut aus. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das wirklich auch so schmeckt, wie es aussieht. So, ich stehe jetzt hier wieder vorm Windbeutelkönig. Ja, also ich muss sagen, war echt super.
Essen hat gut geschmeckt, Kaffee war super und die Bedienung war super lieb, super nett. Und ob das jetzt wirklich der Windbeutelkönig ist, das mag ich nicht zu beurteilen, weil dazu habe ich bisher in meinem Leben zu wenig Windbeutel gegessen, um genau zu sein, war es der zweite. Ne, aber echt super, hier kann ich nur weiterempfehlen. Hab nichts Negatives gefunden.